Genau. Dann brauchst du noch kalte Luft. Müssen wir kurz ein bisschen umbauen. So. Oh, noch ein weiter vor. So. Dann geht das hier einmal nach oben. Geht da unterirdisch nach da. Kommt da wieder raus und macht hier einen Knick. So. Und die 1600er Lava kommt dann daraus, daraus und da rein. So, das heißt, die beiden arbeiten jetzt ein bisschen schneller. Und oh, warte mal, wir können Lava auch verproduktivisieren. Ah ne, die passt nicht. Schnelligkeit? Schnelligkeit passt, okay. Dann halt schneller. Schneller ist auch okay. Ach, es fehlt Eisen und Kupfer. Achso, es fehlen dann grüne Chips, ja. Mach ich gleich weiter, ist kein Problem. Ich will nur erstmal sicherstellen, dass hier genug Lava ankommt. Und zwar die richtige Lava. So, Flug haben wir. Dann bau doch bitte Logistikbots. So. Also jetzt, ne, ist es wieder sichergestellt, dass ein bisschen was hergestellt wird an Eisen. Bisschen mehr auch als eben gerade noch. Aber bei weitem nicht so schnell, wie es könnte. Das mache ich dann später. Aber jetzt muss ich weiter optimieren oben bei den grünen Chips. Genau hier. Damit das alles reibungslos läuft. Also du kriegst momentan nicht genug Eisen. Das ist ein anderes Problem. Darum kümmern wir uns. Das heißt, ich tue mal so, als wenn genug Eisen ankommt, indem ich mir einfach von hier oben Eisen schnappe. So. Und das da reinstopfe. So. Okay. Nur ganz kurze Pausen, weil nicht genug Draht hinterherkommt. Das wollte ich lösen durch schnellere Fließbänder. Die da. Das heißt, die unterirdischen setze ich schon mal. Da rein, da raus. Da. Falsch. Da rein, da raus. Läuft alles? Läuft alles, okay. So. Ich hätte gerne irgendwelche Magnetschuhe oder Stelzenschuhe oder was auch immer, dass man auf Fließbänder nicht mitgezogen wird. Da. Okay. Eisenzahnräder hier. Haben wir auch fast keine mehr, weil kein Eisen da ist. Ja. Schau mal hier hinten, das wird eh nie verbraucht. So. Gib mir. Kann ich irgendwo die Batterien loswerden? Batterien waren hier. Ja, hier. Nimm ein Stack Batterien bitte. Danke. Und nimm. Brauchen wir für die roten Fließbänder normale Fließbänder? Ja, gib mir bitte normale Fließbänder. Stell bitte rote Fließbänder her. Gib mir noch mehr Eisen. Oh, und die Stahldinger hatten jeweils auch noch. Nee, nur ein bisschen. Aber es sollte reichen für das kleine Ding hier. Okay. Du wirst durchgehend am Rödeln jetzt. Jo. Das heißt, dich können wir gleich zu einer gelben Fabrik machen. Und dann haben wir dasselbe Problem wie vorher, nur nochmal einen Ticken schneller. So. Passive Provider Chest können wir jetzt herstellen. Wir können Robopods herstellen und Logistikbots. Das ist sehr gut. Logistikbots 1. Logistikrobot MK1. Ich glaube, ich nehme erstmal die Standard-Logistikkisten und gucke dann, wie es weitergeht, bevor ich mit den Ditec-Sachen anfange. Genau, du bist da, um Draht zu puffern. Was vielleicht keine so gute Idee ist. Na, muss ich gleich mal gucken. Weil dadurch haben wir so eine Unterbrechung im Fluss. So, und komplett einmal rot. Das da gehört nicht dahin mit zu, das ist okay. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also gelbe Fabrik. Wo ist meine gelbe Fabrik? Da, was fehlt dir? Vier blaue Module. 1, 2, 3, 4. Warum baust du die nicht selber? Achso, zwei davon.
Eisen und Chips. Klau hier, klau da. Klau hier mal einfach. So. Kriegst auch das Draht wieder, bitteschön. Genau, baue jetzt eine gelbe Fabrik. Gut. Also das wird eine gelbe Fabrik. Dann haben wir hier noch schneller grüne Chips. Sodass, hoffen Sie, das auch irgendwann nochmal ordentlich staut. Und ich für den Privatgebrauch auch einfach die Sachen da oben rausnehmen kann. Was mit euch? Ihr habt noch genug Lava. Das ist gut. Das scheint echt ziemlich lange zu halten. Und wir haben hier noch sehr viele Lava-Spots. Also sehr, sehr viele Lava-Spots. Hat sich das hier gefangen einigermaßen? Nee, ne? Ich komme nicht so wirklich gut durch. Also die 1400er sind immer noch alle voll. 1600er nicht wirklich. Oh. Oh, wir haben keinen Strom. Okay. Okay, okay. Das hatte ich kommen sehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Das heißt, wir müssen MK3 5 Stück bauen. Dafür brauchen wir MK2, dafür brauchen wir grüne Chips und also anderes Gedöns. Und Steinzahnräder. Steinzahnräder haben wir wenigstens eine Kiste für. Die da. Gib mir 200 Steinzahnräder. Gib mir... Boah, das waren Primary Engines, ne? Ja, Primary. Was fehlt dafür? Stahl? Die Rohre fehlen. Die da. Stahl fehlt, okay. Stahl haben wir hier oben noch zu Genüge. So, und wenn wir die 5 MK2 auf MK3 aufstufen, müsste das eigentlich auch schon reichen. Dim, 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 dim. So. Primary. Du. Zäun, Zäun. Die werden dann auch wieder bessere Boiler brauchen, aber das kriegen wir auch hin. Können wir auch gleich in Auftrag geben. Boiler MK2 komplett sollte reichen. Du. Du. Oh, ein MK3. Primary Steam Engine. Alles schön Primary, ne? Ja. Wasser kommt da noch gar nichts an, aber okay. So. Performance ausgelastet. Available Performance ausgelastet. Hier jetzt auch. Schwankt. Da fährt es erst langsam hoch. Da kommt gar nichts an. Ja, Wasser kommt nicht hoch. Okay, du. Ersetzen, ersetzen. Genau, gleich befüllen. Stein fehlt. Gib mir irgendwo Stein. Da. Gib mir ein Stack Stein. Tu einen Stein zurück. Bau normale Boiler und Eisen fehlt. Okay. Nimm, 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 nimm. Genau. Gib mir MK2 Boiler. Zwei Stück. So, das sollte jetzt reichen, oder? Ja. Ja. Nee. Hier oben kommt kein Wasser an. Das ist nicht gut. Okay, wir brauchen also... eine... Oh. Ja, wir haben Wasserprobleme, sehe ich gerade. Mach mal bitte hier draus einen größeren Tank, damit wir später einen größeren Puffer haben. Dadurch geht jetzt das Wasser, was drin ist, verloren, aber das ist eh fast gar nichts. Du... andersrum, so rum. Und dann sorgen wir jetzt dafür, dass da genug Wasser ankommt. Das heißt, wir müssen hier hinten noch eine Fabrik bauen für Wasser oder wir machen die da schneller. Er hat allerdings schon Speed und Bude. Hatten wir eine gelbe Fabrik gebaut? Ja. So, die läuft jetzt noch schneller. Speedmodule. Bau Speedmodule. So, da könnte eine Pumpe rein zum Beispiel. Da. Ganz normale Pumpe. Die ganz normalen MK1 Billigpumpen sind auch ziemlich schnell.
Also, ja, MK3 wüsste ich jetzt so ad hoc nicht, wo ich die hinpappen würde. Ah, es geht richtig schön flott. Hier noch schneller. Und komm, 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 komm. Noch schneller. Ja, staut sich sehr gut. Okay, die Pumpe bitte in die Richtung pumpen. Pumpst in die Richtung, richtig? So war schon richtig. Pump, 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 pump. Es wird mehr, das ist richtig, aber nicht so wirklich viel. Hier in den Rohren ist fast gar nichts drin. Das ist komisch. Das ist tierisch komisch. Okay, vielleicht doch eine bessere Pumpe? Ja, mach mal. Bau mal eine MK2 Small Pump. Hier haben wir jetzt eine Auslastung von 0,5, 0,6 rum. Eine bessere Pumpe. 0,8, 0,9, 1,1. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Die Pumpen sind doch wichtig, auch die besseren zu nehmen. Sonst staut sich nachher alles Wasser hier und es kommt nichts da hinten an. Genau, der Tank fühlt sich jetzt schon besser. Also hätte ich eigentlich ganz gerne sogar eine MK3-Pumpe. So. Wusch. Ja, 5, 6, 7, und du bist durchgehend am Rödeln. Wie viel Sand haben wir inzwischen? Jupp, sehr schön. Bau mal paar Sandsäcke. Unter was waren jetzt Sandsäcke? Oder bau einfach direkt die Mauern. So. Das wird auch verbraucht. Sehr gut. Stein sammelt sich so. Also wir haben Wasser. Haben wir jetzt auch wieder durchgehend schön viel Energie. Und kommt überall Wasser an? Ja, es kommt überall Wasser an. Available Performance ist bei 99% bei denen. Was völlig okay ist. Bei denen hier hinten ist es 100. Das heißt, ihr bräuchtet eigentlich noch einen MK3-Boiler mehr. Nö, habe ich nicht. Tut mir leid. Aber ja, Energie sollte jetzt wieder, ja, bei 30% sein. Das ist okay. Also, die sind am Arbeiten. Wir haben ganz viel flüssiges Kupfer. Wir haben nicht so viel flüssiges Eisen. Weil das immer noch nicht reicht. Also bräuchten noch einen Lava-Händler. Von 1400 auf 1600. Und sobald wir später dann noch was Höheres herstellen, also sobald wir 1800er Lava brauchen, geht das ja noch schneller weg. Also ja, wir brauchen definitiv noch einen Lava-Händler. Wenn nicht sogar noch viel, viel mehr von denen. Außer ich baller hier überall halt Speed-Module rein. Ich sollte wahrscheinlich echt demnächst auf Speed-Module MK2, MK3 und so weiter gehen. Mach mal hier, MK2 Speed-Modul. 40% mehr Speed, das klingt sehr gut. Und derweil, genau, ihr seid alle am Arbeiten, derweil gucke ich mal nach Sandsäcken. In welchem Tab die sind. Wahrscheinlich hier bei Dite, genau hier, bau ganz viele Sandsäcke. So, für später. Und damit der Sand nicht so viel Platz wegnimmt. Und dann optimieren wir jetzt wo weiter? Euch fehlt nur Lava. Und das Lava-Problem beseitigen wir, sobald wir da die Speed-Module reinhauen. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Da sind nämlich schon welche drin. Haben wir noch Lava-Händler übrig? Nein. Bau bitte noch zwei Lava-Händler. Die kommen dann wohin? Ich muss denn hier irgendwo noch eine Abzweigung machen. Ja, mach mal hier noch eine Abzweigung für 1400er Lava. Die dann nach hier hinten irgendwo geht. Und dann machen wir hier noch zwei von denen hin. Die dann hier irgendwo die 1600er Lava ausspucken und das dann damit reinpumpen. Und vier davon jeweils mit MK2 oder MK3 Speed-Module später, die werden hoffentlich reichen. Ist auch kein Pumpproblem, ne? Nö. Die sind einfach zu langsam. Aber
Aber gut, das kommt in den nächsten Folgen. Also noch zwei Lava-Händler hier. Im Auge behalten, wie schnell das da sich füllt. Und danach dann noch die blauen Chips. Die Fabrik da aufbauen, auch wenn das nicht wirklich viel Arbeit ist. Und weiter optimieren. Und wir könnten... Also wir sollten sehr schnell das eine Erzfeld, das Eisenerzfeld da leer machen. Auch ruhig mit Speed-Modulen oder Produktivitätsmodulen, wie auch immer. Und dann können wir das da nämlich anpflanzen. Also hier überall Mining-Drills draufsetzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weil ich hätte gerne alles davon auf Vorrat. Ich hätte gerne diese riesigen Kisten, diese 3x3 Kisten, die wir noch gar nicht bauen können, davon mehrere voll mit Eisen- und Kupferplatten. Einfach nur für später. Dass ich mir da keinen Kopf drum machen muss. Und das Eisenfeld hier und das Kupferfeld sollte eigentlich dafür sorgen können. Ja, sehr schön. Also sehen wir uns gleich wieder.